Samuel, hast du noch Lust auf ein Spiel? Ja, sehr gerne. Dann spielen wir was. Hat auch irgendwas mit Handy zu tun, oder Ludmilla? Du bist heute die Erklärtante. Dabei bin ich so mies im Erklären. Aber gut, so, das hat mit dem Handy zu tun. Und zwar haben wir uns gedacht, dass du, Sven, ja so penetrant immer deine Nachrichten einsprichst, weil du keinen Bock hast zu tippen. Also das heißt, du nutzt die Spracherkennung am Handy. Das ist, glaube ich, die beste Erfindung, die es für dich gab. Für mich die beste. Und das haben wir gemacht mit deutschen Sprichwörtern. Wir haben sie eingesprochen, aber die Spracherkennung war auf Englisch, damit der Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigt, richtig. Und jetzt würde ich euch das abspielen. Wir machen gleich einen Test, aber so vom Prinzip, ihr hört das Sprichwort. Okay. Das hat die Spracherkennung auf Englisch verstanden oder gehört und gibt es auf Englisch wieder, aber es ist ein deutsches Sprichwort. Wir machen mal einfach einen Test. Es gibt zur Not auch Hilfestellungen von meiner Seite. Und wer zuerst weiß, sagt es einfach. Genau, der sagt es einfach. Und versucht auf die Melodie zu achten. Also nicht auf die Wörter unbedingt. Ne? Okay. Also auf die Sprachmelodie. Ich mache mal einen Test. Ja. Damn, what does Alf again? Nochmal. Damn, what does Alf again? Oh, wow. Bist du gut mit Sprichwörtern? Naja, aber das sagt mir jetzt gar nichts. Also man muss auch sagen, dass der Test tatsächlich kein richtiges Sprichwort ist. Ist kein Sprichwort? Ist kein Sprichwort. Es ist der am Anfang. Aber gibt es einen Tipp? Kannst du uns helfen? Also ich kann euch zeigen, wie das in Text ausschaut. Damn, what does Alf again? Der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen. Also genau, es war kein Sprichwort, das war vielleicht gerade. Ich habe das im Kopf die ganze Zeit. Okay, also, aber ich habe es verstanden, es ist unmöglich. Ja gut, okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung das geht. Genau, jetzt wisst ihr, wo es hingeht und zur Not habe ich auch noch einen weiteren Tipp. Aber wir versuchen es erstmal. Euer erstes Sprichwort. Okay. Konzentriert euch. Naughty Harden, come and gotten. Das hört sich irgendwie chinesisch an, finde ich. Ja. Nochmal. Naughty Harden, come and gotten. Kommen und gehen am Ende? Nee, was kommt und geht? Ich glaube, wir müssen zusammenhelfen, statt gegeneinander zu spielen. Kann ich der Anfang nochmal? Ich kann nur komplett, aber... Ja. Naughty Harden, come and gotten. Soll ich's? Gib uns einen Tipp. Ich gebe euch einen Tipp. Ja. Informationen für Gartenfreunde. Garten am Ende. Garten. Was sind die schönsten Blumen wachsen im Nachbarsgarten? Nee. Nein. Naughty. Nochmal, einmal. Naughty Harden, come and gotten. Ich breche unter dem Druck zusammen. Ich schaff's nicht. Naughty Harden, gotten. Der Anfang sagt mir gar nichts. Den Garten versteht man ja hinten. Ist es nicht Garten? Oder ist es nicht Garten? Jetzt komm, hilf uns ein bisschen, Ludmilla. Es geht ja um nichts. Es geht um nichts. Es geht um die Ehre. Zu gewinnen. Okay. Also es hat schon was mit Garten. Beginnt es mit N? Es beginnt mit N. Ich kenne das Anfangswort, das nur. Ah, nur die Harten kommen in den Garten. Ah. Ja. Naughty Harden. Ja. Oh Mann, ja, wenn man es weiß, hört man es sofort. Mach nochmal das Naughty Harden, come and gotten. Ja, klar. Okay. Ja, klar. Ich war dauernd beim Thema Garten. Ich dachte jetzt sowas wie, ja, Gärtner, die dümmsten irgendwie. Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Stimmt. Aber, die dümmsten Bauern, das müssen wir auch mal einsprechen. Gut. Okay, seid ihr bereit für das nächste? Wir gucken mal weiter. Okay, nächstes. Alice had an Indian war divorce, that's why. Ich dachte, die ersten drei Worte, dachte ich, ich hab's gleich. Okay, nochmal. Ah, ich weiß es. Alles hat ein Ende, nur die Wurst. Richtig. Ja, sehr gut. Ja. Das hast du aber ohne Tipp. Krass, ich dachte, bei alle guten Dingen sind drei. War zu kurz. Lass uns da aufhören, Ludmilla, bevor es wieder schwieriger wird. Das war Wahre Stare für diese Woche. Danke, Samuel, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute, weiterhin fürs Schiffbau. Vielen Dank.